noch einfach warum höre ich beim Shuttle Loop die Musik von vom Weltraumkreisel, muss man nicht verstehen. Na gut, ich bleibe einfach dabei. Am 19. gibt es die verdrehte Stahlachterbahn. Da haben wir jetzt schon fast alles gebaut. Vielleicht gibt es mal ein bisschen eine ruhigere Attraktion. Dass wir nicht immer bloß Achterbahnen bauen müssen. Nur bei Achterbahnen natürlich erfahrungsgemäß immer das meiste Geld bringen. Und relativ viele Leute denken, ihnen ist schlecht. Und ich trinke mal fix einen Schluck. Diesmal gibt es Bismarck, natürliches Mineralwasser, Fürst Bismarck, still natriumarm. Von der Fürst Bismarck Quelle in Aumühle. Wenn die Welt immer komplexer wird, ist es wichtig, einen klaren Kopf zu behalten. Dafür haben wir eine ganz besondere Quelle, Fürst Bismarck. Ein Mann, der für Klarheit stand und ein Wasser, das genauso ist wie er. Das ist das Bismarck-Mineralwasser still. Ich bin ja eher so Still-Mineralwassertrinker. Ich muss auch sagen, mir schmeckt auch Cola ohne Kohlensäure. Also wenn es mir irgendwie Cola still geben würde ohne Kohlensäure, ganz ehrlich, ich würde es kaufen. Na, jetzt geht es schon wieder auf 5500 hoch und der Monat läuft noch ein bisschen. Eine verdrehte Stahlachterbahn, das ist diese. Haben wir die überhaupt schon mal gebaut im Park? Wollen wir das mal machen? Wir bauen die jetzt einfach. Ich glaube, mit ein paar Achterbahnen erreicht man das Ziel hier wahrscheinlich mit am schnellsten. Und stellen wir die hin, hier oben. Zu der anderen. Muss ja jetzt nicht sonst was für einen Riesenbau sein. Auf jeden Fall wird die Bahn besser als das, was Paluten in seinen RCT Let's Plays baut. Hier geht es erstmal schön nach steil nach unten. Was haben die denn hier für Teile? Korkenzieher? Ach hier, eine Rolle, das meinte ich hier. Ah, die will ich jetzt noch nie bauen. Die sollen die ja nicht mit Speed durchfahren. Da kotzen die Leute ja. So, wir bremsen wieder ein bisschen ab. Das müsste, glaube ich, vom Speed her. Ja, müssen wir mal gucken, ob es passt. Dann kommt ja die Rolle hin, die so ein bisschen langsamer durchfahren wird. Dann helixt sich die Bahn ein bisschen nach unten. Warum bin ich... Achso, doch, nee, ich bin auf der Höhe der Station und habe mich schon gewundert, warum ich dort eins daneben bin, aber es sah nur so aus. So, das Action-Foto passt da nicht hin. Dann kommt jetzt erstmal ein Korkenzieher hier rein. Und ob das vom Speed her passt, sehe ich jetzt nicht. Dann müssen wir kurz mal einen kurzen Zwischendrop einbauen, wo die wieder Fahrt aufnehmen können. Und dann können wir den Korkenzieher bauen.
Dann gab es auch noch einen halben, einen großen halben Looping. Das ist eine Abschussrampe. Achso, da kann man die beschleunigen. Könnte man eigentlich ja machen und dann hier den großen Looping durchfahren, aber ob das vom Speed her reicht, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wir können das ja mal hier schnell mit einer kleinen Abschussrampe bauen. Schöne weite Kurve. Vielleicht noch mal eine Rolle. Oh, jetzt brauche ich auch noch Geld. Oh, 8000 Park Attraktions. Eintritt haben wir jetzt schon. So, das ist jetzt die Achterbahn. Ich bin gespannt, ob die von den Werten hier überhaupt hinkommt oder ob die überhaupt eine Strecke durchfahren kann. Zwei Züge. Ja. Ich lasse mal bloß einen fahren. Oder ich gucke... nee, wir lassen es einmal jetzt mal so fahren hier. Wir gucken dann mal, wie das ist, mit welchem Speed die hereingefahren kommen. Wegen Stationsbremsenversagen und solchen Späßen. Als nächstes kommt wieder eine Achterbahn. Es wäre schön, wenn es wieder ein paar gemäßigte Attraktionen gäbe. Aber Geld machen sie alle, das ist schon mal gut. So, jetzt geht's gleich abwärts für die Bahn. Durch das Helix wird schon ein bisschen Fahrt aufgenommen. Schön langsam und jetzt geht's in den Drop. Ja, genau, mit 40 geht's durch das Ding. Ist vielleicht ein bisschen zu langsam. Jetzt mit 70 durch den Korkenzieher. Durch den Looping. Na, 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 na. Ui, kommt da durch. Wow. Es kann natürlich sein, dass es dann später mit Fahrgästen nicht mehr reicht. Daher, um sicher zu gehen, brauche ich lieber nochmal zwei Abschussrampen mehr rein. Na, passt es ja für die Kurve? Ja, knapp. Achso, habe ich jetzt ein Action-Foto irgendwo reingebaut? Oh nee, ne? Brauche ich für Action-Foto, dann kommt ja auch nochmal eine Bremse rein. Die die Bahn so ein bisschen runterbremst vor dem letzten Drop. Na gut, eigentlich... Bremsen. Ja, eigentlich müsste man irgendwie das anders machen, dass man die Bremse weglässt, dass man hier runterbaut. Und dann so ein bisschen hier so ein bisschen Gezupple baut, wo die Bahn, bisschen Geschwindigkeit abbaut. So, wie komme ich jetzt dort in die Station? Gar nicht. Na nee, warte mal. Ich könnte doch einfach, nee, ein kleines Helix hätte ich gerne. Achso, das geht nicht, weil dort der Hügel ist.
machen wir das halt anders. Reißen wir den Fotopunkt nochmal weg. Das passt ja immer noch nicht. Dann machen wir es halt so hier. Oder halt ein Tunnel. Speichern an der Stelle nochmal schnell ab. Ja, habe ich glaube ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Ah, das passt auch glaube ich auch nicht, weil ich dann eh zu weit... rechts bin, aber können wir das erstmal ja hochbauen. Ja, und irgendwie passt das jetzt nicht. Im Weg. Fußweg im Weg. Hier ist Actionfoto rein, dann bauen wir halt hier noch so eine. Dann fährt die Bahn halt hier noch so eine kleine Schleife. Ach, geht wieder nicht, weil der Weltraumkreisel im Weg ist. Dann nehmen wir halt die. Ach, da ist das im Weg. Oh, hier ist alles irgendwie im Weg heute. Dann machen wir es halt so hier. Schöne weite Kurve. So ein bisschen zum Ausgleiten und Geschwindigkeit abbauen ist das jetzt geeignet hier. Zuppler hinbauen, was aber nicht funktioniert. So, kleiner Huckel, damit sie jetzt noch ein bisschen Airtime. Können wir eigentlich hier noch so ein bisschen wiederholen. Und dann geht's, sag ich mal. Komme ich hier so dran vorbei? Ne, da ist natürlich jetzt die Achterbahn im Weg. Ist natürlich auch wieder endgeil. Ich müsste doch eigentlich genau da dazwischen durchkommen, oder? Genau. So, dann geht's ja die zwei wieder runter auf die Höhe 15. Das Actionfoto noch rein und dann bin ich mal gespannt, ob die Bahn so funktioniert, wie sie funktionieren soll, wie sie sich das so gedacht haben. Fliegende Achterbahn als nächstes ist diese hier. Oh, es geht auf die 7000, auf die 8000 jetzt zu. Hoffentlich kommt die Bahn gut an. Jetzt beim Bau der Achterbahn natürlich ein bisschen nachgedacht. Das ist nicht so wie hier die Paluten-Achterbahnen, die immer so ein bisschen so
lieblos im Kreis gebaut fahren. Ich meine, die wird es wahrscheinlich in der Realität so auch nie geben, aber immerhin ist das so ein bisschen, naja, ich sag mal,